Los geht es. Wir sind mal wieder hier in Hirschfelden unterwegs. Ich mache mich mal auf Socken. Die ganze Nacht hier mehr schlecht als recht im Zelt gepennt. Ja, und jetzt geht's mal weiter. Wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Und wir machen mal auf Hirschfelden weiter mit dem Bogen. So, also, ausgerüstet sind wir. Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal. Das ist ja hier noch die Location zum Gänsejagen ein. Richtig, da hatte ich ja noch ein extra Video zu gemacht. Einfach mal nachgucken hier in der Playlist. Oh, da kommen auch schon welche. Da kommen auch schon welche. Ich habe noch gar kein Lockmittel drin, ne? Lockmittel... Kann er da ganz schnell rein? Vielleicht können wir schon eine abschießen mit dem Bogen. Und wir müssen natürlich wieder leiser machen. Ich sehe nichts. Doch, da. Ich gehe nochmal mehr in Deckung. So, dann Spray drauf. Oh ne, nicht das. Die gehen runter. Ich brauche den richtigen Pfeil. Munition. Gehen die runter oder hauen die wieder ab? Die gehen runter. Ha! Das ist ja geil, Alter. Mit dem Bogen jetzt auf die Gänse. Landeanflug. Wäre auch einfach zu geil gewesen, oder? Wäre auch einfach zu geil gewesen. Und da fliegen schon die nächsten rum, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich die so kriege, ey. Wäre auch einfach zu wild gewesen, ne? Einen haben wir hier weggeballert direkt. Die flog ja quasi direkt auf mich zu. Anders wild. Aber das soll es ja auch gar nicht heute hier werden. Guck mal hier. In den Hals getroffen, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Mit dem Pfeil. Zack. So mitgenommen. Jo. Aber das, wie gesagt, soll es ja gar nicht werden heute. Ich guck gerade mal. Ja, abgefahren. Also, genug hier rumprobiert mit dem Bogen. Ich glaube, wenn der Wind ganz gut steht und wenn man sich hier vielleicht sogar noch diesen Hochsitz hinstellt oder sowas, das könnte man vielleicht auch noch machen, dann wäre das doch durchaus eine Option, hier mal mit dem Bogen drauf zu gehen. Wir orientieren uns erstmal. Das mit den Gänsen ist ja ganz nett, aber wir machen hier mal ein bisschen Strecke wieder. Wie sieht es denn damit aus? Kommen wir da hin? Ja, das sieht doch gut aus. Nicht ideal, weil der Wind halt so ein bisschen knapp in Richtung Südwest geht. Aber wenn wir uns so ein bisschen mehr Richtung Norden halten. Also, ich habe die Area mal markiert. Wir gehen jetzt tatsächlich mal hier oben hin oder grob in diese Richtung. Sollte doch ganz gut funktionieren. Wir haben halt ein bisschen das Problem mit dem Wind wieder. Alle Bereiche, die offen sind vom Wind her. Das heißt, dieser ganze nordöstliche Bereich, der ist leider vom Wind her versperrt. Brunftschrei Rotfuchs ist natürlich sensationell. Und da ist er auch schon. Ach krass. Auf 180 Meter. Alter, wie er krass gut aussieht auf die Entfernung. Okay, das wäre natürlich nice, wenn wir den kriegen könnten. Geruchsneutralisierer drauf. Ausrüstung, Geruchsneutralisierer drauf. Und ich call ihn gleich. So. Der Warnruf war schon da. Die große Frage ist, kriegen wir ihn jetzt noch angelockt? Und er callt und er callt und er callt.
Alter, mit einem normalen Ballermann, ne? Man könnte hier schon wieder so ganz wild, anders wild eskalieren. Aber mit einem Bogen ist man dazu verdammt, auf die richtige Gelegenheit zu warten und zu warten und zu warten. Deswegen hoffen wir, dass das jetzt hier klappt mit dem Fuchs. Der war ja schon recht nah. Und ich versuche hier jetzt in Deckung zu kommen. Das ist ja eine super Pose hier oben. Leicht erhöht. Und man hat diesen Überblick hier. Und ist komplett getarnt. Das wäre natürlich jetzt genau das Richtige für den Fuchs. So, ich scanne noch mal ein bisschen die Area. Das hier ist natürlich der schlechteste Bereich jetzt hier. Das heißt, dieser ganze Haufen, wo man dann einfach nichts durchsieht. Da hinten haben wir... Oh, Wildschweine. Wildschweine, sehr gut, ey. Auch richtig gut. Aber Fuchs wäre mir noch lieber. Hat einfach einen deutlich höheren Schwierigkeitsfaktor. Fuchs mit dem Bogen ist auch tatsächlich eine Challenge im Story-Part. Schritte, close, close, close. Guck mal, hier direkt hier vorne ist er schon. Auf 20 Meter genullt. Hab ich ihn getroffen? Ich habe ihn, glaube ich, ganz schlecht getroffen, Alter. Nein, ich habe ihn, glaube ich, ganz schlecht getroffen. Kann ich die Pfeile noch aufheben? Weil er so schnell war. Warum ist denn er auch so schnell gelaufen, der Lümmel, ey? Ach, Fuchs. Hey, das fängt ja heute wieder an hier, ey. Da ruft noch ein anderer Fuchs. Der wird's ja nicht sein, oder? Mit einem Pfeil im Arsch schreit er nicht nur rum und will knattern. Brunftschrei Rotfuchs. Wer weiß, vielleicht ja gerade dann. Ja, praktischerweise ist er dahin gerannt, wo ich gerade eh hin wollte. 25% Blutverlust. Das heißt, wir haben definitiv nichts Lebenswichtiges getroffen. Leider. Katastrophe. Da vorne liegt er. Das war ein ganz, ganz wilder, komischer, schräger Anschuss. Guck mal da, man sieht es schon, wie der Pfeil da so komisch drüber hängt. Ich bin gespannt, was ich überhaupt da getroffen habe. Wie das jetzt aussieht. Guck dir das mal an. Kratzer. Bronzewertung. Okay. 6,5 wäre immerhin eine schöne Silberwertung normal gewesen. Joa, nicht schlecht. Nehmen wir mit. Und da vorne schreit der Nächste. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir das da ein bisschen besser hinkriegen. So, ab hier bin ich komplett unsichtbar wieder. Also du kannst es dir nicht ausdenken, wie viel Gänse hier rumknattern und schnattern, ne? Ist ja anders wild wieder, ey. Ich call noch mal ein bisschen. Irgendwo hier war gerade noch ein Fuchs. Das wäre ja geil. Schritte links. Ich glaube, ich höre schon Schritte. Da ist er. Da ist er. Da ist er doch. Guck mal. Perfekt. Stufe 6 schwer. Er läuft wieder so schnell. Jetzt bleib doch mal stehen. Dankeschön, Alter. Der hat doch gut getroffen. Lebenswichtige Organe. Sehr gut. Und da liegt er. Sehr gut. So soll das sein. Nicht lang, sondern zack,
gesehen. Gut getroffen. Direkt durchschlagen. Komplett durchschlagen. Und dann auch eine Silberwertung bekommen für den kleinen Racker, für den Rotfuchs. Sehr schön, ey. Ja, cool. Also, was haben wir? Ja, siehste. Schulterblatt auch noch. Lunge rein. 9,7er Wertung. Knapp an der Goldwertung vorbei. Aber das passte doch schon gut. Alter, 1400 Geldbonus dafür. 250 bald EP. Gerade waren es 37 für den nicht so guten. Und das waren jetzt hier 74 EP für den Bogen. Das schmeckt natürlich. Ja, coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Und wir waren ja gerade schon richtig schön auf dem Weg. Der Wind spielt doch ganz gut mit. Wir gehen mal weiter hier in Richtung Nordwesten. Ich versuche mal hier so in diesem Bereich unten durch das Tal hier durchzugehen. Und dann halten wir die Ohren und Augen weiter offen. Alter, auch das hier einfach eine super geile Area, ne? Wie es einfach geil aussieht, wie man direkt Bock bekommt, nach dieser elendlichen Winterzeit einfach mal wieder rauszugehen, auch wenn es hier schon fast wieder herbstlich aussieht, aber das ist doch einfach mal geil, raus hier ins Grüne. Ha, ich brauche Urlaub, Alter. Urlaub vom Computer. Ab in die Sonne. Füchse jagen, Alter. Brunftschrei, da geht's weiter. Rotfuchs. Und wir callen direkt mal wieder los. Vielleicht kriegen wir direkt den nächsten. So, das ist vielleicht sogar der, den ich gerade, also dessen Spuren ich gerade bekommen habe. Ich habe jetzt schon 5-6 Mal gecallt. Lauf währenddessen mit Normaltempo entgegen. Also nicht rennen, dass es nicht zu laut ist. So, und jetzt müssen wir so langsam einfach schleichen. Das heißt so 10, 15 Schritte nochmal in die Richtung machen. 20. Und dann aber auch langsamer ins Schleichen kommen. Ich fand hier diese Stelle schon ganz gut. Fuchs halt, wie gesagt, immer am besten ankommen lassen. Und dann... Und dann drauf. Immer irgendwie Deckung suchen. Und am besten halt, ne, man sieht das ja unten rechts, komplett, also der ganze, der Sichtstreifen muss am besten ganz weg sein. Die sind so scheu. Und umlaufen einen auch manchmal so ein bisschen. Da lieber komplett direkt in Deckung. Wobei die heute echt, echt gnädig waren. So schnell, wie die angekommen sind. Voll gut, ey. Ja, und mittlerweile ist es hier mächtig am Stürmen. Hier fliegen die Ähren und weiß der Geier, was die Blätter mir entgegen. Und es kommt und kommt einfach kein Fuchs. Der letzte Call war relativ weit oben. Das heißt, ich habe gerade auch nochmal geschaut. Hier vorne sind irgendwo Felswände. Vielleicht war der auch knapp dahinter und hatte gar keine richtige Chance. Oder obendrauf und hatte gar keine Chance hier richtig. Genau, da sieht man noch so die Felsen durch. Gar keine Möglichkeit hier hinzukommen. Ich habe ziemlich lang jetzt hier gesessen und deswegen mache ich mich weiter auf die Socken. Wir wollen ja doch noch ein bisschen was entdecken. Und bei dem mistigen Wetter, Alter, gerade noch das schöne Wetter gelobt. Auf einmal fängt es gerade an zu gewittern. Und es schlägt um. Ja, wir machen uns hier weiter. Über die Felder. Und dann hier oben, hier wird es nochmal ein bisschen hügelig. Ja, da hinten in die Area. Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Verfolge gerade eine Rehspur, wo ich mir gerade noch gedacht habe, Mensch, hier bei den ganzen Feldern, da wäre in Spanien viel mehr los mit den Rehen. Und was passiert? Zack, jetzt callt ihr auf einmal nochmal einen Fuchs. So close. Da rechnet jetzt echt keiner mit.
So, jetzt aber dringend hier in Deckung gehen. Der ist ja echt nah. Ich denke irgendwie da hinten auf der anderen Straßenseite. Komm, gib mir doch Deckung. Gib mir doch Deckung, Gestrüpp. Ich, wie ich es... Ach, komm. Was soll das denn? Warum gibt es denn hier Gestrüpp, was dann keine Deckung gibt, Alter? Katastrophe, ey. Ich sag ja immer wieder, ey. Hirschfelden nicht Anfänger geeignet, ne? Wenn du hier als Anfänger rumrennst, du fühlst dich doch komplett verarscht, ey. Los hinter mir. Der ist einfach mal rein. Ich meine, ich bin ja auch gerannt, aber er ist auch gerannt. Das ist einfach zu wild. Und es bietet hier einfach alles keine Deckung. Ey. Du kannst hier auch am besten einfach rummarschieren, ne? Einfach keine Deckung hier. Fußspuren-Dammhirsch. Und das hier ganz weit oben. Ich bin mittlerweile schon fast angekommen hier auf dem Aussichtspunkt. Hier haben wir schon direkt wieder die nächsten Gänse. Aber die Füchse, die waren sehr, sehr ausgefuchst gerade. Die wollten alle nicht mehr. Aber der Dammhirsch, der will. Wenn ich die richtige Muni noch habe. Und noch schnell reingezogen bekomme. Dann kriegen wir vielleicht hier noch einen Dammhirsch. Ei, ei, ei. Doch noch getroffen. Doch noch getroffen. Keine Ahnung, wohin der erste gegangen ist. Der ging auf jeden Fall weit daneben. Der hat getroffen. Ich würde sagen, eher in den Hintern. Er ist noch ein bisschen ungläubig. Ja. Jetzt hat er gerade 25%. Also nicht ideal getroffen. Keine lebenswichtigen Organe leider getroffen. Der erste ging leider... Oh, war das vom Wind vielleicht? Ja, vielleicht vom Wind her zu weit weggetragen worden. Wir nehmen mal eben hier den Aussichtspunkt ein. Und überall das Geschnatter der Gänse. Abgefahren, ey. Wenig Gänse? Ich glaube nicht, ey. Viel zu viel schon. So, da war der Anschuss und er ist ziemlich weit links ab runtergerannt. Das wäre doch nicht so schlecht, wenn wir hier noch ein bisschen Dammhirsch kriegen würden. Rechts, 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 rechts. Guck mal, da rennt einer rum.
Warnruf-Dammhirsch, sehr gut. Ich klacker hier schon wieder rum mit der Zahnspangenbox. Ich habe übrigens die Spur von dem einen noch gar nicht gefunden. Ob das der da oben ist? Das war bestimmt hier gerade der Rastplatz von dem einen Dammhirsch, der abgehauen ist. Was hier vorne aufleuchtet, da weiß. Da vorne ist er. Und haut ab. Stufe 3. Kriegen wir ihn nochmal ein bisschen gezähmt. Noch ist ja nichts Schlimmes passiert. Close vor mir, oder? Nee. Licht, Schattenspiele? Ja. Ah, ich dachte schon. Ne? Na, dann heben wir doch erstmal den einen auf, den ich so eher schlecht getroffen habe, auf über 60 Meter. Ei, 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 ei. Anders wild getroffen. Ei, 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 ei. In den Nacken getroffen. Oh. Bisschen zu hoch für die Wirbelsäule. Dementsprechend aber auch lange viel Blutverlust. Keine lebenswichtigen Organe, keine so ganz gute Wertung, also eine Silberwertung theoretisch kaputt gemacht mit dem schlechten Schuss. Heute gibt's aber keine Medaille so, ey. Das ist aber hier rudimentäres Rumgeballer mit dem Bogen. Das müssen wir nächstes Mal besser machen. Mit den armen Dammhirschen. Weit und breit nichts mehr zu sehen von dem anderen Dammhirsch, nur noch Gänse hier ohne Ende. Schade eigentlich. Naja, ich mache mich auf den Weg zur nächsten Base. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren für mich. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.